Selfio. Do it yourself, aber do it richtig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Selfio TV. Ihre Heizung ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Aber welche Leistung braucht die neue Heizung? Früher wurden Heizungsanlagen stark überdimensioniert. Ein Austausch 1:1 macht also keinen Sinn. Aber wie bekomme ich heraus, welche Leistung muss denn der neue Wärmeerzeuger tatsächlich haben? Eine Art, dies herauszufinden, ist die Berechnung anhand des Baujahres des Gebäudes. Hier kann man folgende Werte annehmen. Bei einem heutigen Standardneubau können ca. 40 Watt pro Quadratmeter angesetzt werden. Gebäude aus den Jahren 1995 bis 2005 mit ca. 60 Watt. Bei Baujahr 1980 bis 1995 ca. 80 Watt pro Quadratmeter. Von 1970 bis 1980 ca. 100 Watt. Und vor 1970 ca. 120 bis 150 Watt pro Quadratmeter. Diese Werte sind natürlich nur überschlägig, können aber für unsere Zwecke recht gut herangezogen werden. Bei Bädern wird dieser Wert pauschal um 20 Watt pro Quadratmeter erhöht, da die Temperaturen der Bäder oft höher sind als in den übrigen Räumen des Gebäudes. Dies gilt auch für Kellerräume, die gegen das Erdreich gedämmt sind. Diese Werte, multipliziert mit den Quadratmeterzahlen der zu beheizenden Fläche, ergibt die überschlägige Heizlast des Gebäudes. Hinzu kommt allerdings noch der Heizleistungsbedarf, der für die Trinkwassererwärmung benötigt wird. Hier kann man als Daumenwert einen Wert von 250 Watt pro Bewohner des Hauses ansetzen. Ein 100 Quadratmeter Haus aus dem Jahre 1990, das von einer vierköpfigen Familie bewohnt wird, hätte dementsprechend eine Heizlast von ca. 100 Quadratmeter mal 80 Watt pro Quadratmeter gleich 8000 Watt. Das entspricht einer Heizleistung von 8 kW. Hinzu käme noch ein Leistungsbedarf von etwa 4 mal 250 Watt gleich 1000 Watt, entspricht 1 kW, für die Trinkwassererwärmung. Die benötigte Gesamtleistung, die der Wärmeerzeuger erbringen müsste, beträgt demnach ca. 9 kW. Ist der durchschnittliche Jahresverbrauch in Liter Heizöl oder Kubikmeter Erdgas der Altanlage bekannt, lässt sich daraus ebenfalls auf die benötigte Heizleistung schließen. Mehrere Heizungshersteller geben dafür einen Wert von 250 Liter Heizöl bzw. 250 Kubikmeter Erdgas pro kW benötigter Heizleistung an. Hätte zum Beispiel das Haus aus unserem Beispiel innerhalb der letzten 3 Jahre 6000 Kubikmeter Erdgas verbraucht, entspricht dies einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2000 Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Dementsprechend errechnet sich der Leistungsbedarf der neuen Heizung aus 2000 Kubikmeter pro Jahr geteilt durch 250 Kubikmeter pro Jahr und kW entspricht einer Heizleistung von 8 kW. Hier wäre allerdings die Warmwasserbereitung bereits inbegriffen, wenn auch die Warmwassererzeugung in den letzten 3 Jahren über die Gasheizung erfolgt ist. Aber bitte denken Sie immer daran, dass dies nur überschlägige Berechnungen sind. Sie geben allerdings einen guten Anhaltspunkt für die erste Auslegung. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Machen Sie es gut, machen Sie es selbst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Selfio. Do it yourself, aber do it richtig.